Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal, dem FU Store-Kanal. Ich bin heute wieder für euch da und wie ihr schon am Karton unschwer erkennen könnt, handelt es sich wie so oft bei mir mal wieder um einen Air Jordan 1. Die ganz Schlauen und ganz Fuchsigen unter euch können sich vielleicht jetzt auch schon denken, welcher das ist. Deswegen will ich auch gar nicht lang schnacken, sondern packe das gute Stück direkt aus. Wir haben natürlich nochmal der Vollständigkeit halber eine ganz normale Nike OG Box, Air Jordan 1 Box. Wir haben hier direkt, erster Hint, orangene Laces drin. Spätestens jetzt solltet ihr auf jeden Fall wissen, um welchen Schuh es sich handelt. Wir haben hier natürlich den Shattered Backboard 3.0 für euch im als Air Jordan 1 High OG, so wie man es gewohnt ist. Vorab vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so lange im Sneaker-Game sind. Vielleicht werdet ihr euch fragen, Shattered Backboard, was hat denn jetzt ein gesprungenes Basketball-Backboard mit Orange und Schwarz zu tun? Ja, der gute MJ hat damals 1985 bei einem Exhibition Game in Italien, in Triest, mitgespielt und hat dort bei einem Dunk das Backboard tatsächlich gesprengt, weil er mit so einer Wucht dort gedunkt hat. Und während des Spiels trug er, ihr könnt es euch vielleicht denken, Trikots im Schwarz, Orange und weißen Colorway, beziehungsweise weiße Nummern waren drauf, so ein leichtes Off-White. Und daher kommt die Farbinspiration und ich fange direkt schon mal an. Wie gesagt, orangene Laces sind mit dabei, schwarze Laces sind jetzt drin und wir fangen an der Heel an. Generell wird euch mit Sicherheit auffallen, dass es sich hier um ein ziemlich spezielles Leder handelt, nämlich ist das ein Crinkled Patent Leather. Dieses Crinkled Leather haben wir dieses Jahr schon einmal gesehen und zwar auf dem auch weißen mit roten Akzenten Phantom war, glaube ich, der Nickname des Colorways. Und das haben wir jetzt auch, allerdings ist es hier sogar noch mit Patent, also im Patent Leather Look. Genau, wir haben Anfang des Jahres, meine ich, schon Samples gesehen oder auf jeden Fall Bilder gesehen von diesem Schuh in einem ganz normalen Premium Leder. Da war der Aufschrei direkt groß, es konnte kaum jemand erwarten und als dann klar war, dass der Schuh dieses Jahr noch rauskommt, haben den auch viele so erwartet, aber Jordan Brand hat wie immer eine Überraschung parat gehabt und hat die jetzt in diesem Patent Crinkled Leather rausgebracht. Auf jeden Fall haben wir hinten an der Ferse orangefarbenes Crinkled Patent Leather, hier oben das Wings Logo ist schwarz, wir haben einen orangenen Swoosh. Dann das komplette mittlere Panel ist dann in Schwarz gehalten, genau wie auch die Zunge, die natürlich hier oben dann nochmal ein orangenes Detail bzw. das Nike Air Logo als orangenes Detail hat. Und wir haben dann die Toebox in Orange, Mudguard ist auch in Schwarz gehalten und die Outsole und die Midsole ist in einem, ja, Vanilla steht auf dem Karton, trifft es auch ziemlich gut. Das ist schon fast kein Off-White mehr, sondern noch ein bisschen dunkler, gefällt mir aber tatsächlich sehr, sehr gut. Bei dem ersten Shattered Backboard waren ja weiße Akzente tatsächlich drauf. Bei dem zweiten ging es dann schon mehr in die Richtung Off-White und bei dem ist es jetzt fast schon ein helles Gelb, nicht, aber irgendwas zwischen Weiß und Gelb. Kommt aber auf jeden Fall sehr nice, vor allem da der Schuh aus den 80ern ist, kommt dieser leichte Vintage-Look natürlich sehr, sehr gut. Sonst auf der Sohle haben wir natürlich auch nochmal das Nike-Logo mit dem Swoosh drauf. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Klassischer Air Jordan 1. Ich glaube, die größte Diskussion, die hier geführt wird bei diesem Schuh, ist definitiv, warum man jetzt dieses Crinkled Patent Leather genommen hat. Ich persönlich hätte eine normale Glattleder oder Tumbled Leather Variante auch besser gefunden und in Hand habe ich mich auch erst ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, wie glänzend der tatsächlich ist, kann euch aber sagen, am Fuß fällt es schon gar nicht mehr so krass auf und am Fuß kann man den auf jeden Fall sehr, sehr gut tragen und ich denke, dass der Air Jordan 1 hier
von der Nachfrage her eine der größten des Jahres hervorruft. Der Schuh wird bei uns am 26.10. per Instagram-Raffle verlost an alle Kunden. Das heißt, wir packen euch unten nochmal einen Link in die Beschreibung, wo ihr euch für das Raffle noch anmelden könnt. Das geht noch bis morgen früh. Und ganz genau, wenn ihr dann zu den Glücklichen gehört, schicken wir euch nach Bezahlung das gute Stück zu. Wird 159,95 kosten. Und ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Wieder mal ein sehr gelungener Air Jordan 1, den Jordan Brand da rausgebracht hat. Viele werden es sicherlich auch wissen. Jordan Brand haut jetzt fast jede Woche oder sogar jede Woche neue Jordan 1s raus mit Highs als Part der Fearless 1s Kollektion. Da kommen also noch viele gute Sachen auf euch zu. Kann euch auch sagen, 2020 wird jetzt auch nicht schlechter mit dem Air Jordan 1. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also, lasst mir doch gerne nochmal einen Kommentar da unten, ob euch auch eine Glattleder-Variante des Shattered Backboard 3.0 besser gefallen hätte oder ob der euch so gefällt, wie er ist. Lasst mir natürlich auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und vergesst nicht, unseren Kanal für weitere Reviews, Unboxings und weitere Formate abzuchecken, und aktiviert dann natürlich auch die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und damit bedanke ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.